Servus Freunde und willkommen zurück bei der Shisha WG. Ihr seht hier schon das Schlachtfeld vor mir. Ich habe gerade den Oblako M gebaut und nehme euch jetzt mal mit und zeige euch meinen persönlichen perfekten Kopfbau im Oblako M. Ja Leute, und damit willkommen zurück. Wie gesagt, heute mein perfekter Kopfbau im Oblako M. Ihr seht hier ja schon meine Auswahl an Oblakos. Ich habe auf jeden Fall ein paar am Start, aber ich würde sagen, wir labern gar nicht lange rum. Wir hüpfen in den Kopfbau und ich zeige euch, wie ich genau dieses Köpfchen eben gerade gebaut habe. So Leute, dann kommen wir mal zum Kopfbau vom Oblako. Erstmal, ich habe hier den Oblako L. Der Oblako L lässt sich aber zum Glück sehr, sehr ähnlich wie der Oblako M bauen. Ein Oblako S habe ich nicht da, den wollte ich auch gar nicht. Also ich brauche den Kopf nicht unbedingt, ich bin mit dem M sehr zufrieden. Hier hätten wir noch die Oblako Killer Bowl, aber heute soll es nicht um diese gehen, sondern um diese Köpfe hier. Ihr seht schon, ich bin definitiv ein Fan des Oblakos. Ich habe einige. Darunter mein ältester, das ist der hier, der goldene Oblako. Na, das sind alle die mit dem M-Depot. Das hier war übrigens mal so ein Roségold. Sieht mittlerweile schon ja, nicht mehr so nice aus. Aber, also er sieht immer noch schön aus, aber sieht leider nicht mehr so schön aus wie früher. Das ist auch so der klassischste Oblako, den ich habe. Hier nur mit diesem Tropfen, sehr, sehr nice. Dann einer der neueren ist der Oblako Mono M. Na, vom Depot her seht ihr schon, sind die sehr, sehr ähnlich. Ein etwas kleineres Funnelloch macht aber an der Stelle absolut keinen Unterschied, würde ich sagen. Also vom Durchzug her merkt man da auf jeden Fall keinen Unterschied. Von der Größe und von der Form her sind die ziemlich identisch, nur dass der halt diesen kompletten Farbüberzug hat, was ziemlich nice aussieht. Der ist übrigens auch nicht nass, weil mich da manchmal Leute fragen. Ja, die auf jeden Fall ziemlich nice. Ich glaube aber, das hier ist mein zweitbesonderster Oblako. Das ist der in der Hooker Club Show Edition. Auch ziemlich geil. Den konnte man sich halt auf der Hooker Club Show in Russland holen. Gibt es auch nur da mit dieser sehr, sehr coolen Farbe hier. Ich fand den auf jeden Fall sehr, sehr nice und den musste ich mir auch holen. Und ich glaube, wir nehmen auch den, weil der von der Farbe her am besten passt. Aber ich möchte euch auch auf jeden Fall noch den Oblako hier zeigen. Das ist nämlich der Hooker Boss Oblako in dieser Holzoptik, könnte man sagen. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr fancy aus. Gibt es auch nur dreimal und ich habe mir da eben einen von in St. Petersburg damals mitgenommen. Also Leute, ihr merkt schon, ich nehme das mit dem Oblako auf jeden Fall ernst. Ich glaube, ich habe von keinem Kopf, von keiner Kopfmarke mehr Köpfe als von Oblako und ist auch definitiv einer meiner absoluten Lieblingsköpfe. Deswegen jetzt die Frage, Marvin, wie baut man den Oblako? Vorher sollten wir erst noch was anderes klären, bevor wir bauen. Wir werden den einmal auf Abstand bauen, einmal auf Noppenkontakt und einmal auf Vollkontakt. Deswegen trifft sich das eben auch gut, dass ich hier mehrere von diesen Oblakos rumliegen habe. Vorher müssen wir noch kurz klären, welche Aufsätze da drauf passen. Ich habe hier ein paar Aufsätze vorbereitet, Leute. Das ist wahrscheinlich ziemlich laut gerade. Ich habe hier ein paar Aufsätze vorbereitet. Wir gucken mal, was hier drauf passt. Angefangen, Callout Lotus 1 passt sehr, sehr gut. Ist wahrscheinlich auch mein Go-To mit dem Oblako, sag ich schon, mit dem Callout Lotus 1 Plus. Der sitzt auch sehr, sehr gut hier drauf. Ja, also das passt hervorragend. Also ich nehme meistens hier den Lotus 1, um auf dem Oblako zu rauchen. Aber was es auch noch gibt, ist zum Beispiel der Kaya The Block. Ja, also was es eben auch noch gibt, ist hier der Kaya The Block. Der passt auch noch sehr, sehr gut drauf von den Maßen außen. Ja, also das kann man auch definitiv machen. Ne? So, warte mal, ich halte das mal hier so schön hin. So, also ihr seht es, ne, der Kaya The Block, der passt da auch ganz gut drauf. Ja, das geht auch auf jeden Fall klar. So, weiterhin hätten wir hier noch eine The Hooker Smokebox. Auch die passt sehr, sehr gut drauf. Auch absolut kein Problem hier mit der The Hooker Smokebox. Wo es ein bisschen kritischer wird, ist beim MRG Razer. Der passt, aber er guckt immer so an einer Ecke, guckt er so ein ganz kleines bisschen drüber. Ich würde aber sagen, man kann das definitiv damit rauchen. Aber ja, bei mir guckt eben, wie gesagt, immer eine Ecke ganz schön drüber. Und dann die Z218 Smokebox. Viele von euch werden die mit Sicherheit daheim haben. Die kann man zwar drauflegen,
aber sie sitzt auch jetzt nicht perfekt, aber es geht, ja. Also auch die kann man schon dafür nehmen. Meine Favoriten wären allerdings immer noch der Callout 1 oder der 1 Plus. Ja, und ich würde sagen, dann kommen wir auch einfach mal zum Kopfbau. Ich werde, wie gesagt, hier für den Callout 1 Plus Niris bauen. Also so, dass der Callout dann entweder keinen Kontakt, Noppenkontakt oder Vollkontakt hat. Ich würde sagen, wir fangen an mit dem Abstandssetup. Wir wollen verhindern, dass irgendwas von dieser Smokebox hier da drinnen den Tabak berührt. Sprich, diese Noppen, die nochmal ein kleines Stück unter dem Rand hier liegen, sollen jetzt nichts berühren. Heißt, wir müssen ungefähr, wenn ich euch das so hier zeigen soll, ungefähr auf so eine Höhe bauen. Ja, da müssen hier schon ein paar Millimeter Abstand sein. Es gibt verschiedene Wege, wie man jetzt so einen Oblako bauen kann. Man kann einfach eine Gabel nehmen und das so hier reinschippen. Man könnte das zum Dosenrand machen und dann hier langsam reinschnicken. Man könnte sich auch noch so einen kleinen Funnelstopfen hier holen und dann das so da reinschnicken, sodass eben nichts in die Mitte fällt. Den lasse ich jetzt einfach mal weg. Nicht, dass der jetzt hier irgendwie uns Probleme mit dem Fokus bereitet oder uns sonst irgendwie im Weg rumhängt. Und wenn da jetzt ein bisschen Tabak reinfällt, dann ist das ja halb so wild. Leute, wie immer beim Kopfbau, der erste und wichtigste Schritt, wir rühren unseren Tabak um. Bei mir gibt es jetzt übrigens Somo Grade Mint. Ganz einfacher Grund, ich habe jetzt Lust auf einen Traubekopf und den rauche ich ja dann auch danach. Ja, deswegen gibt es jetzt Somo Grape. Wie gesagt, wir rühren einmal ordentlich um, ja, nicht nur hier oben so ein bisschen, sondern die komplette Dose und verteilen da die Molasse schön. Ne? Die soll sich ja nicht nur am Dosenboden absetzen, die soll gleichmäßig verteilt sein. So, dann schnappen wir wieder unseren Kopf. Natürlich muss man jetzt noch unterscheiden. Man könnte ja die Köpfe auch noch auf verschiedene Art und Weisen bauen. Sprich, ihr könnt ja trotz Abstandssetup noch ein fluffiges Setup oder ein Dense-Setup haben. Ja, für gewisse Tabaksorten und gewisse Tabakmarken eignet sich da immer was anderes. Ich kann jetzt schlecht für alle Tabaksorten das aufzählen. Aber mein Tipp immer, Leute, dann baut halt einmal Dense und baut einmal Fluff. Und dann wisst ihr schon sofort, was besser funktioniert für euch. Ja, der eine mag es vielleicht auch einfach Fluff bei einem gewissen Tabak, der andere mag es wahrscheinlich nur Dense bei einem gewissen Tabak. Da sind die Unterschiede ja sehr groß von Mensch zu Mensch. Da muss jeder einfach selbst rausfinden, wie er seinen Kopf bauen möchte. Ich sage auch nicht, dass das hier der beste Kopfbau ist für den Oblako, sondern ich sage, dass das mein bester Kopfbau ist für den Oblako. So, ich rauche den Somo gerne sehr, sehr fluffig. Tatsächlich, vor allem im Abstandssetup mag ich es irgendwie ganz gerne, aber hier hinten muss definitiv noch Tabak hin. Hier drüben sieht es schon gar nicht so schlecht aus. Ne? Da liegt er relativ fluffig, liegt er relativ gleichmäßig, aber hier sehen wir schon, da muss definitiv noch Tabak hin. Ja, also auf der Seite, da fehlt ja noch einiges. Aber der Oblako braucht auch echt nicht so viel Tabak, gerade wenn man hier irgendwie einen fluffigen Abstandssetup brauchen will, ist das nicht so viel Tabak, der da rein muss. So, wir gehen dann nochmal hier so den Rand entlang. Gucken, dass das überall so ungefähr maximal auf Höhe des Funnellochs ist, aber definitiv nicht höher, weil es soll ja gleich keinen Kontakt haben. Wie gesagt, ne, ich rauche eigentlich fast nie so komplett ohne Kontakt. Also Noppenkontakt ist eigentlich schon so das Minimum, das ich haben möchte. So, aber so sollte das Ganze auf jeden Fall okay sein. Wir gehen nochmal über den Rand, holen da noch die Tabakflocken weg. Mal noch den alten Tabak von der Smokebox ab. Und wenn ich jetzt das Ganze draufsetze, sollten an der Unterseite eine winzige Tabakflocke hängt dran. Ja. Also eine ganz kleine Tabakflocke hängt da ganz, ganz leicht feucht. Aber das also es ist nicht hundertprozentig kein Kontakt gewesen, aber das war auch definitiv kein Noppenkontakt. So, für Noppenkontakt würde ich jetzt nämlich einfach noch mal ein bisschen mehr Tabak dazu packen. Brauchen wir nicht mehr viel. So. Also normal würde man bei Null anfangen, aber ich will euch einfach mal die Höhe zeigen, die ich für Noppenkontakt-Setup bauen würde. Das ist nur minimal höher jetzt natürlich, ne? Aber wie gesagt, viel fehlt da ja auch einfach nicht von Abstand bis zu den Noppen, was wir eben da im Kopf hatten.
So, hier drüben noch ein bisschen Tabak hin. Das kleine Ästchen können wir rausmachen. Das brauchen wir nicht unbedingt. Und dann machen wir den Tabak hier noch ein bisschen gleichmäßiger, ne? Verteilen wir das Ganze noch ein bisschen. Und jetzt ist hier noch so eine ganz kleine Lücke. Können wir gerade hier so ein bisschen, also die Tischreste, ne? Man kennt es aus der Shisha-Bar. Die Tischreste. So. Und so. Ja. So würde ich das Ganze dann als Noppenkontakt verkaufen, auf jeden Fall. So. Vollkontakt wäre dann eben nochmal ein kleines bisschen mehr obendrauf. So ist das Ganze schön gleichmäßig. Und wenn wir jetzt die Smokebox drauflegen und da mal ein bisschen hin und her wickeln, so ein kleines Stückchen, ja, dann sehen wir, gut, also es bleibt jetzt natürlich nichts hängen, aber ich spüre es auch, wenn ich das draufsetze, dass die Smokebox mit den Noppen im Tabak hängt. Ja, gut, es bleibt halt nichts hängen. Wenn ich jetzt drehen würde, würde ich natürlich den Kopf zerreißen. Aber ihr seht schon, die werden alle hier gut feucht. Und auch mein Daumen, den ich da reinhalte, der wird auch gut feucht. Also die Noppen hängen jetzt auf jeden Fall im Tabak. So, aber Leute, das Setup, das ich am häufigsten rauche, das zeige ich euch einfach auch nochmal von null. Weil das baue ich auch ein wenig anders, ja. Also ich nehme mir die Tabakdose hier hin, ja, locker den Tabak auf, nehme mir immer so eine lockere Gabel an Tabak, halte das Funnelloch zu und gebe den Tabak einfach hier rein. Und das mache ich einfach rundherum. Ich nehme locker den Tabak, pack den hier rein. Locker den Tabak auf mit der Gabel, pack den hier rein. Und das mache ich erstmal so lange, bis ich denke, also ich locker den hier zwischendrin immer mal auf, und das mache ich so lange, bis ich denke, dass ich da halbwegs genug Tabak drin habe. Und ihr seht schon, ich verteile das auch nicht wirklich, ne? Ich packe einfach Gabeln rein. So, und dann sieht das dann irgendwann so aus. Ja? Ziemliches absolutes Chaos hier in meinem Köpfchen gerade. Und dann, es sieht, na, vielleicht kriege ich es ein bisschen hingebogen. So, weil hier ist ein bisschen zu viel und da drüben ist ein bisschen zu wenig. Und dann sollte das insgesamt vielleicht passen von der Tabakmenge her. So, jetzt gehe ich wieder hin und versuche das Ganze ohne viel anzudrücken, ein bisschen zu verteilen und relativ gleichmäßig überall den Tabak hinzubekommen. So, ich will ungefähr auf Randhöhe kommen und das gelingt mir hier in der Gegend auch schon ziemlich gut, aber ich glaube hier und hier, da muss noch ein klitzekleines bisschen Tabak hin, also gehe ich wieder hier in meine Dose, schnapp mir so ein bisschen aufgelockerten Tabak, pack das noch hier dazu, locker wieder ein bisschen Tabak auf, pack das noch hier dazu und drehe meine Gabel wieder um. Übrigens, Leute, weil ich gerade dran denke, diese Gabel hier, ne, bevor jemand fragt, das ist eine normale Werkbundgabel, allerdings gibt es dieses Modell hier nur in Russland, ja, weil da haben schon echt viele Leute nachgefragt und ich würde euch gerne sagen, wo ihr die in Deutschland kaufen könnt, aber ich habe die noch in keinem Shop gesehen in Deutschland, deswegen, ja, die gibt es leider nur in Russland. Also müsst ihr mit auf die nächste Hooker Club Show und euch auch einen in Russland holen. So, wir machen das hier noch so ein kleines bisschen vom Rand weg. Ja, damit auch nichts auf dem Rand liegt oder da irgendwie unter die Ecke von der Smokebox kommt, so direkt. Und dann, ich mache das hier meistens am Funnel doch noch so ein kleines bisschen weg, dass da jetzt nicht direkt super viel reinfliegt. Und dann noch einmal eine finale Runde sozusagen oben drüber. Und dann ist das Vollkontakt-Setup fertig. Ich würde es nicht ganz Overpack nennen. Also es guckt natürlich ganz minimal drüber über den Rand, aber halt wirklich nicht viel. Aber wir sehen schon, wenn wir jetzt hier eine Smokebox draufsetzen, die hat da nicht mehr so viel Kontakt zu dem Funnelrand. Ja? Also da ist wirklich, ne, man hört auch, okay, wenn ich sie so drauf fallen lasse, hört man es schon noch. Aber ja, die muss ich auf jeden Fall schon ein bisschen reindrücken, sodass die hier noch Kontakt zu der Smokebox hat, Kontakt zum Funnel hat. Und ich würde sagen, ich mache mir nochmal Kohle an und dann sehen wir uns gleich nochmal, wenn ich das Köpfchen rauche, weil so rauche ich den Oblaco auch immer. Ja, also nicht Abstand, nicht Noppen, ich rauche meistens hier auf Vollkontakt. Ne? Und da sehen wir jetzt auch schon jetzt,
hängen ja doch überall die Tabakfetzen. Ja, aber so rauche ich den. Ich würde sagen, ich schmeiße mir eine Pfeife an. Wir sehen uns gleich nochmal hier für ein paar abschließende Worte zum Oblaco M. Ja, und mittlerweile läuft mein Köpfchen auch. Der Oblaco M, wahrscheinlich mein zweitmeist genutzter Kopf nach der Harmony Bowl von Hooker John und Somo. Den Oblaco, Leute, es gibt so viele verschiedene Farben. Es gibt verschiedene Formen, wie zum Beispiel die Killer Bowl. Hoppala. Oder auch nochmal in L oder natürlich auch noch den S. Der S ist jetzt der einzige, den ich tatsächlich nicht da habe. Vielleicht sollte ich mir auch von dem S nochmal einen holen. Ich habe den ein paar Mal bei Freunden probiert und ich war nicht so überzeugt von dem S wie von dem M und dem L und dem Killer. Und ja, ihr habt auch eine Smokebox-Übersicht gesehen. Das heißt, ihr wisst jetzt genau, welche Aufsätze von denen, die so gängig sind und die meisten Leute wahrscheinlich daheim haben, eben drauf passen. Und ich muss sagen, der Oblaco M passt eigentlich zu vielen Smokeboxen ziemlich gut. Rauchentwicklung, Rauchverhalten, kommt natürlich auch immer viel auf die Pfeife an, aber trotz Vollkontakt, Leute, gönnt euch den Durchzug. Ich nehme jetzt einen vollen Zug und dann könnt ihr so ungefähr abschätzen, wie lang das eben war. Also trotz vollem Kontakt, ihr habt es gesehen, die Smokebox hat nach dem Kopfbau nicht mal mehr den Rand oben vom Funnel berührt. Mittlerweile hat sie sich natürlich ein bisschen gesetzt, weil ich ja relativ fluffig baue. Und so läuft das Ganze jetzt wunderbar und ist einfach einer meiner absoluten Lieblingskopfbauten im Oblaco M. Läuft einfach fast alles. Natürlich mit gewissen Kopfbautechniken, ne? Also zum Beispiel schwarzen Tabak würde ich wahrscheinlich eher ein bisschen andrücken. Manchen Tabak rauche ich nur auf Noppenkontakt, anderen Tabak rauche ich gerne im Vollkontakt. Den Somo Grape Mint kann man super im Vollkontakt rauchen, ist absolut kein Problem. Ja, bleibt mir eigentlich nichts anderes zu sagen, als probiert's aus, Leute. Großer Tipp von mir beim Kopfbau immer, wenn es bei euch nicht funktioniert, nehmt mal mehr Tabak. Nehmt mal weniger Tabak, baut mal höher, baut mal niedriger, baut mal fluffiger, baut mal ein bisschen mehr angedrückter. Und dann werdet ihr schon irgendwann euren perfekten Kopfbau finden. Und das ist auch wirklich so eine Message, die ich immer wieder versuche, den Leuten zu sagen. So wie ich das baue, funktioniert das für mich. Wenn das jetzt jemand anderes raucht, schmeckt es ihm vielleicht gar nicht. Es kann sein so. Ihr müsst euren eigenen Kopfbau finden. Das ist wie ein Rezept, das ihr genau auf euch abstimmt mit der Würzung am Ende noch oder so. Da müsst ihr einfach euren Weg rausfinden. Ich drücke euch hier auf jeden Fall die Daumen. Ihr werdet das schon schaffen. Ihr werdet das bei ein paar Versuchen dann bestimmt raushaben, wie ihr am liebsten euren Oblaco baut. Aber vielleicht kann ich ja mit dem Tutorial hier eine kleine Starthilfe geben. Ja, ich genieße jetzt mein Köpfchen. Wenn es euch gefallen hat, gerne noch einen Daumen nach oben oder ein Abo da lassen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht es gut, eure Shisha-WG.